Ja, servus hier bei der Goethe-Kreuzung, hier am 10. April. Dort werden sie gerade die Schienen ausheben, weil da haben sie einmal geschrieben, dass diese Fliesen schon langsam locker werden und dass da Wasser durchrennt. Und deshalb werden sie es jetzt Stück für Stück ausarbeiten. Das betrifft dann halt einmal die ganze Landstraße und das ist sehr viel Arbeit. Und da bei der Bürgerstraße haben sie gerade angefangen oder viel eher bei der Goethe-Kreuzung. Ja, und heute am 10. April ist der fast der letzte Tag, das Wochenende noch mit eingeschlossen, wo du ohne Maske in den Öffis umeinander fahren darfst. Also haben wir gedacht, muss ich noch ausnutzen mit meinem Video. Ja, und wenn eine Geisterstadt schaut es schon langsam auch nicht mehr aus. Also die Situation bessert sich schon wieder. Vorige Woche war es wirklich so, dass da fast keine Leute waren. Jetzt fahren schon wieder mehr Autos und mehr Leute gehen schon wieder einkaufen. Aber halt alles ganz streng mit Maske. Ja, und das wollte ich nur mit sagen, wie die Stadt Linz ausschaut, also konkret die Innenstadt, die Landstraße. Ja, und da ist der Eingang zum Hauptbahnhof. Ich bin jetzt da bei der Goethe-Kreuzung, das ist da der Park. Es sind euch immer sehr wenig Leute, aber ich hoffe, die Lage bessert sich dann wieder nächste Woche, also nach den Osterferien, sprich am Mittwoch, dürfen dann schon die ersten kleinen Geschäfte wieder aufmachen. Das heißt, es werden jetzt wieder laufend mehr Leute da in der Stadt sein. Na gut, dann sage ich schon wieder mal Servus, das wollte ich nochmal dokumentieren, dass wir mal auf diese Zeit zurückschauen können und sagen, Kinder, wir haben das überstanden, diese schreckliche Zeit, weil es ist ja wirklich nicht lustig, wie ein Albtraum schaut das aus, wenn da gar keine Leute in der Stadt sind. Na gut, so jetzt warte auf den Straßenbau, fahr wieder heim und das war's von mir hier aus der Innenstadt. Die Straßenbahnen fahren übrigens noch im 10-Minuten-Takt, das wird sich dann nächste Woche ändern, da fahren sie dann wieder im Montag- und Freitagsfahrplan, sprich alle 5 Minuten. So, dann Servus.